Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Days Gone. Ich bin mal der Sägewerkhorde. Boah, ich drücke jetzt einfach mal den Knopf. Und? Grünes Licht. Da ist noch einer. Verdammte Scheiße, das wird sie alle zu mir locken. Alles klar, die haben mich. Auf jeden Fall gehört und ich weiß nicht, wo ich hier rauskomme. Oh, das klingt nicht gut, das klingt gar nicht gut. Wo habe ich denn einen vergessen? Irgendwo da. Jawohl, Kloppi. Tisch. Oh, jetzt sind ja auch noch diese Hexendinger. Die schreien nämlich und das ist richtig abfuck. Ist denn dieser andere Lautsprecher? Der losging. Oh, was mache ich denn jetzt? So, wie klug ist das? Wäre nice, wenn ich irgendwie diesen großen Klopper da reinbringen könnte, aber ich vermute er nicht. So, wisst ihr was? Wir präparieren uns jetzt hier den Tunnel. So, wir machen das jetzt. So, auf hier geht's. Oi. Gehen wir mal mit Fersengold, ey. Fersengeld? Keine Ahnung.
War jetzt nicht ganz so nice, wie ich mir das vorgestellt habe. So weit sind sie jetzt leider nicht gekommen. Der eine Attraktor war jetzt völlig für umsonst. Aber noch lange nicht alle. Und ich kann keine Attraktoren mehr herstellen. Jetzt so, als machen wir das voll klug. Ich hoffe jetzt einfach, dass das irgendwie klug ist. So, wir warten jetzt mal kurz, bis sie da runter sind. Ich kann ja mal schauen, wie das hier aussieht. Was ist denn das? So. Nee, zeigt er mir nicht wirklich an, wie weit wir hier sind. Ach Moment, ich habe doch hier noch einen Fertigkeitspunkt, ne? Schnelles Nachladen. Bäm. Schnelles Nachladen. Tippe Viereck an, um eine Fernkampfwaffe nachzuladen. Du kannst Fernkampfwaffen jetzt viel schneller nachladen. Ja, wehe, wenn nicht, ey.
So, was haben wir denn hier? Erhöht die Munitionskapazität. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Was nehmen wir denn dann noch? Todesschuss, würde ich sagen. Dann brauchen wir auf jeden Fall hier die Munitionskapazität und dann hier Kopfrausch. Aber safe. So, das sind die letzten. Los, geh runter. Immer noch ganz schön viele. Okay, ein bisschen zu viele. Oh ne, schon wieder einen umsonst weggemacht hier. Wow. Könnte mich jetzt schon hart aufregen wieder, ne? Jetzt habe ich den komplett. Aber komplett umsonst. Das Ding ist, ich habe einfach keine mehr. Ich habe auch nicht drauf geachtet, wie viel Prozent das jetzt irgendwie von denen sind. Komm, gib mir hier irgendeinen Scheiß. Richtiger Abfuck. Und nicht zu vergessen, der Brecher turnt hier noch irgendwo durch die Gegend, ne? Ich weiß halt nicht, ob ich überhaupt jemanden getroffen habe, ehrlich gesagt. Ja doch. 37%. Ja, mies.
muss los. Oh Gott, nur 1% mehr. Also jetzt hätte ich gerne 3 Rudelwölfe. Oh. Ich weiß nicht, kommen die bis hier hin? Kritisch. Ich weiß halt nicht, was ich anderes machen soll, ne? Wow, 40%. Boah, wo die Weile lang gehen. Ernsthaft? Und noch mehr Beute. Warum bin ich so dumm? Wo bin ich jetzt überhaupt? Oh, shit. Okay, Moment. Verwirrung. Ich hoffe, dass das war jetzt nicht vor diesem großen 40%-Sprung.
Und dann, als ich eh gerade dahin laufen wollte. Brauche ich. Voll. Richtig wichtig. Ist hier was drin? Kann ich da rein? Wow. Großer Haufen Leichen. Geil. Das ist gut. Scheiße, wo hab ich den hingesetzt, die andere? Fuck! Hier. Okay. Okay, jetzt ist hier richtig die Verkammerung. Ja, Junge. Sack jetzt. Wo bin ich? Scheiße! Scheiße! Hm.
So, jetzt weiß ich aber auch nicht mehr hier. Puh. Okay, dann mal los. Oh wei. Ich hoffe echt, niemand hat erwartet, dass ich da jetzt durchgehe und da direkt alle hinkriege. Wäre nämlich schon richtig krank. Immerhin, 47%. Dort renne ich wieder weg. Okay, Plan war so eine Handvoll wegzulocken. Kehrt wieder um. Endlich, verdammt. Oh Mann. Was ich ursprünglich wollte, dieses Nero-Ding. Was ich jetzt mache, die größte Horde im ganzen Spiel, glaube ich. Alter, warum hast du nicht gehört? Was ist denn los? Hab ich mich jetzt erschrocken, dass er sich auf einmal umdreht? Passiert ja sonst auch nicht. Oh Gott, wir haben nix. Hi! Jetzt muss ich aber los. Na, jetzt die ganze Munition weg. Ja, sicher. Junge, Alter. Ein
wenn du dich jetzt wieder umdrehst, ne? Stirb. Ja, Frage ist, was mache ich jetzt, ne? So, wir haben die Hälfte. Wie wichtig ist Konzentration und Headshotten? Ja. Ich mach das Ding jetzt an. Und dann verpiss ich mich. Hä? Irgendwo war doch noch ein Lautsprecher eigentlich. Ja, dann geh ich hier rein. Okay. Dann schauen wir mal. Könnte nützlich sein. Mein Gott, was für ein Gestank! Oh ja, was hier wohl passiert ist? Sie haben den Wigwam-Brenner angeworfen. Den was? Den Wigwam-Brenner. Siehst du? Da hinten. Sieht aus wie ein riesiger, rostiger Salzstreuer. Also riechen kann ich ihn auf jeden Fall. In den 60ern haben die da drin Sägemehl verbrannt. Die brannten 24 Stunden am Tag. Sahen fast aus wie kleine Vulkane. Und jetzt verbrennen sie hier die Leichen. Ich schätze, das war die letzte Ladung aus Farewell. Die machen Licht. Wir werden zu einem Massengrab drüben in Iron Butte verlegt. Wenigstens wird es nicht so übel stinken. Wollen wir es hoffen? Boah. Okay, vielleicht haben wir den Lautsprecher auch irgendwie kaputt gemacht mit den ganzen Gebombe. Wäre ja möglich. Ah, ein Neuro-Injektor. Genau das, was ich brauche. Gönnen wir uns mal wieder ein bisschen Gesundheit hier, ne? Und wie es weitergeht. Und ob ich die Horde doch noch pack oder erstmal weggehe, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.